Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Construction Simulator hier ja, mit mir allein. Der Bodo ist immer noch in Amiland. Ist mir auch egal, soll er bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ich brauche jetzt erstmal den LKW. In den steige ich jetzt mal ein. Ich bin gespannt, wo der ist und wo der Tieflader ist. Hat der garantiert hier irgendwo stehen lassen. Oh, auf dem Firmengelände. Das ist ja mal was ganz Neues. Und da ist der Tieflader. Prima. Junge, 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 Junge. So, Leertaste ankuppeln. F. Wir knipsen mal das Licht an, würde ich sagen. Und die Fertigbaufirma ist, glaube ich, gar nicht so weit weg von hier. Hier ist es K. Uiuiuiuiuiuiuiui. Ja, ich kann das. Brauche ich den Bagger nicht zu. Ich kann das allein. Das kann ich allein. Junge, was schunkelt das hier? Wieso soll ich Baumaterial auch. Hä? Welches Baumaterial soll ich denn aufrichten? Mann, warum bleibst du denn stehen, du Idiot? Will gar nicht aussteigen. Will einfach nur Material holen, weißt du? Hier müsste diese Fertigbauwand-Firma sein. So. Und jetzt muss er. Uiuiui. Warum? Ich habe kein Baumaterial, was ich aufrichten kann. Gehen wir nicht auf die Nüsse hier. So, jetzt wollen wir einkaufen. Wir müssen hierfür Paket laden, Paket laden. So. Und nu? Oh ja. Ich glaube, wir fahren hier noch öfter hin. Ich habe da so ein ganz dummes Gefühl. Gucken wir mal eben auf die Karte. Jetzt dürfen wir bloß nicht die falsche Baustelle nehmen. Wir sind hier oben, wa? Ja. Okay, pass auf. Fahren wir da ordentlich hin? Nee, was ist das eine Wohltat, wenn dieser komische Bagger nicht da ist? Ach Mensch, Leute, es ist so richtig so. Da blüht der Mörtel auf, ne? Fahren wir schön zur Baustelle. Und. Warum muss ich eigentlich immer übers Firmengelände fahren? Was soll der Schund? Naja, egal. Hier kann ich wenigstens so schnell fahren, wie ich will. So, immer auf die Uhr gucken, damit ich bloß pünktlich Pause mache und so. Dass wir da nicht überziehen. Scheiß auf rote Ampel.
Aber ich glaube, wir können mit diesen Dingern nicht umkippen, oder? Ja, guck mal, wenn der Bagger nicht da ist, kriege ich auch keine roten Flecken, hätte ich bald gesagt. Ja gut, die kriege ich dann auch nicht. Aber ich kriege kein Knöllchen. Muss ich die eigentlich alle vom Fertigdings holen? Weil wir brauchen ja mit Sicherheit noch ein paar mehr. Oder kriegen wir die anderen dann geliefert? Oha, das hörte sich nicht gut an da hinten. So. Warum bist du eigentlich aus der Puste? Der LKW ist gefahren, Mann. Das kann doch nicht sein. So, jetzt müssen wir als erstes diese Dinger da vom LKW holen. Dann müssen wir die auspacken. Ups. Na? Ja, passen können. So, guck mal. Nicht nur drei drin. Wir holen beide. Dann machen wir beide auf. Und können dann eben die Wände stellen. Dann kommen ja schon wieder diese blöden Deckenplatten, wa? Ist das eine Ruhe, wenn der nicht da ist? Ich vermiss ihn gar nicht. Ich frage mich nur, warum hier überall die Dingens rumliegen. So, Transportrahmen entsichern. Wunderbar. Genau, das machen wir jetzt bei dem anderen auch. Warum liegen hier die ganzen Gerüstteile in der Gegend rum? So. Loch ist aufgefüllt. Können wir wieder einsteigen und können die Wände setzen. Ja, wunderbar. Du musst da rein, oder was? Aha. Ja, cool. Hat ja wunderbar funktioniert. Ich glaube, das wird schon ein schickes Hotel, wenn das fertig ist. Wand, die können wir einfach da vorne reinschieben.
guck mal. Okay. Gehört da nicht hin. Auch gut. War Vortäuschung falscher Tatsachen. Da passt es rein. Wie so ein Puzzle. Wo ist ja schon so, dass du hier ständig dasselbe machst, ne? Na? Das ist eine kurze. Wird das auch wieder schon richtig hell, sehr schön. Ich muss sagen, das klappt doch gut. Guck mal, schon ist der Bagger nicht da, dann schaffst du richtig was. Das ist schon interessant, ne? Ich hoffe, die anderen werden zur Baustelle geliefert. Ich werde aber gleich diese Dingens hier nicht zurückräumen, ne? Die können sie abholen. Ah ne, das ist falsch. Ich muss weiter raus. Da gehört die hin. Ja, der, wenn der mal wiederkommt, der wird nicht großartig was sagen, Leute. Weil, das macht ja der weltbeste Wendesteller hier, ne? Da gibt's mal nichts zu meckern. Ich muss immer darauf achten, dass ich nicht zu spät Pause mache. Und der Haken, der glänzt richtig golden, du. Doch eine offene Wand. Wo gehörten die hin? Ach, da war. Jo. Vor allen Dingen, das Schöne ist ja, wenn der jetzt in Amiland ist, dann geht das ganze Geld, was ich hier verdiene, in meine Tasche. Hehe. Was ist das jetzt für eine Wand hier? Eine geschlossene, so eine. Okay. So eine einzelne. Ach so, da hinten. Da müsste die reinpassen. Doch nicht.
Okay. Ist manchmal etwas schwer zu erkennen, das Ganze. Ich bin zufrieden. So, die stelle ich noch rein. Dann mache ich erst eine Pause. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch erstmal fürs Zuschauen natürlich. Schaut auch bei Intoxic zockt rein. Lasst ein Däumchen, Abo da, Kommentar, was auch immer. In der nächsten Folge werden wir dann die letzten Wände setzen und mal gucken, was es sonst noch gibt. In diesem Sinne, macht's gut, wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.